Oh. Dann lade ich den Spielstand und direkt hier irgendwelche Replikasoldaten, die uns ans Leder wollen. Hatte ich gar nicht mehr im auf dem Schirm. Damit sage ich dann hier mal Hallo Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von First Encounter Assault Recon oder auch 4. Mal kurz nach dem Mikrofon gucke hier. Ich hoffe, dass in der Zeit keiner von den Soldaten um die Ecke gestürmt kommt. Ui! Nein, jagt ihn nicht raus. Was hat er euch denn jemals getan? So. Sieht doch eigentlich ganz gut. Was denn oder ist hier noch was? Ich höre zumindest keine Replikasoldaten vor sich hin brabbeln. Ja, das war jetzt quasi nicht unbedingt der Einstieg in diese Aufnahmesession, den ich wollte. Ich hatte gedacht, ich komme vielleicht erstmal so wieder rein, weil es ist eine Weile her. Dann direkt mit dem Kampf starten, also da hat der Vergangenheits-Rio, der war echt gemein. Glaubt es, dass ich jetzt nicht mal mehr weiß, wo ich herkomme? Hier komme ich her, ne? Okay. Ja, das habe ich eben auch gedacht. Scheiße. Oi. Man kommt echt nicht zur Ruhe hier, ne? Das ist furchtbar, ist das. Aber das lief doch schon mal ganz gut. Okay, ich mache die Taschenlampe an und hier ist jetzt spontan erstmal keiner, der schreit Taschenlampe! Was ja schon mal erstmal so ein bisschen dafür spricht, dass die Kerle wahrscheinlich alle erwischt haben. Was ist eigentlich gerade unsere Aufgabe? Wir suchen die Alice, ne? Die Alice Wade. Gleich zwei Rüstungen nebeneinander. Das ist. Da hat dann aber erwartet, dass ich scheiße spiele, wa? Hat man nebenbei hier was getrunken. Ich finde es nämlich nach wie vor sehr warm. Und mit nach wie vor beziehe ich mich auf komplett andere Aufnahmesessions, die ihr eventuell nicht mal gesehen habt, was andere Spiele waren. Was diesen Kommentar total sinnvoll macht.
Ui. Die habe ich, glaube ich, eben schon relativ überrumpelt. Die waren ja auch kurz davor, mich zu überrumpeln. Was ist denn das da rechts? Das da. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das jetzt ein Replikasoldat ist oder nicht. Ich habe es einfach mal auf Risiko und gut Glück geschossen und es ist, glaube ich, ganz gut gegangen. Ach so, ja, ich habe gerade überlegt, hä? Moment. Was für Waffen haben wir denn dabei, wenn wir keine Schrotflinte dabei haben? Aber ja, unsere Partikelkanone natürlich. War der denn jetzt? Moment, warum? Warum wird die Musik denn jetzt so dramatisch? Die ganzen Soldaten bisher zählen nicht, oder? Oder was soll ich daraus jetzt schließen? Oh, ist aber eine schöne Musik. Das Lied mochte ich damals schon. Wahia, wahia. Ja, die Frage ist, wer wird jetzt als erstes ungeduldig und verlässt sein Nest? Und ich kann nicht jetzt schon sagen, die Antwort ist ich. Ich hätte tatsächlich nur gerne mal so ein Nachtsichtgerät oder sowas in der Art statt der Taschenlampe. Das ist nicht so auffällig. Wo ist Sam Fisher, wenn man ihn braucht? Die Frage ist nicht so sehr, wo ist er hin, die Frage ist, wo ist der Rest? Oh. Da muss ja noch einer sein, da haben sich ja mindestens zwei unterhalten noch. Ja, erstmal sehen, wenn man die Waffen wechselt, das ist auch peinlich. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Aber wir, insgesamt würde ich sagen, sind wir gerade dabei, relativ viele Replikasoldaten auszuschalten, ohne dass die uns großartig was antun. Ich war noch voller Lebensenergie. Hi. Mit dem hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Das sind ein bisschen viele. Und wenn er sich dann auch noch weigert zu laufen, weil er gerade im Zielmodus ist, das ist dann. Das kann dann potenziell auch mal hässlich werden.
Das war einer, da muss aber noch einer sein. Und der war, glaube ich, gerade so ein bisschen überfordert damit, dass ich direkt auf ihn zugelaufen bin, in einer geraden Linie. Ja, kann ich verstehen, hätte ich auch nicht mehr getroffen dann. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt nochmal zurückrenne. Wie zielgesichtet. Wo denn? Ach, da links, oder? Ja. Er ist da drüben, da ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Ja, eine Menge, ne? Also ich glaube, die Genevieve, die ist denen schon irgendwie wichtig. Hab ja schon immer gemacht. So, ich fange mal von vorne los mit dem Satz. Sprechen ist nämlich gar nicht so einfach. Ich provoziere schon immer so ein bisschen, indem ich diese Taschenlampe anmache. In der Hoffnung, dass irgendwer schreit, Taschenlampe! Und ich dadurch die Position des Gegners so ein bisschen orten kann, aber... Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber war da nicht gerade noch ein Sturmtruppler? Jetzt haben wir uns ein paar Ziegel geschützt. Wo ich jetzt spontan mal so ein bisschen die Behauptung in den Raum werfe, da haben wir Glück gehabt, dass der zu blöd zum Zielen war. Da ist Alice Wade. Jetzt müssten wir uns. Jetzt ist ja die dramatische Musik aus. Jetzt können wir uns hier wahrscheinlich nochmal in Ruhe so ein bisschen in diesem Komplex umsehen. Und das ganze Zeug einsammeln, unsere Ressourcen wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Nochmal Lebenspunkte einheimsen, wie man sieht. Und vor allem halt auch noch mal bis an den Start zurückrennen und diese eine Rüstung noch holen, ne? Da lagen doch zwei nebeneinander. Und ich habe mich noch über lustig gemacht, dass das Spiel der Meinung ist, ich würde so schlecht spielen, dass ich zwei Rüstungen auf einmal brauche. Ja. Also ich bräuchte jetzt gerade quasi zwei Rüstungen auf einmal. Das Spiel so gütig wäre. Ach, war hier vorne irgendwo, ne? Hier, glaube ich. Jo. Hat ordentlich aufgeräumt.
Und verlaufen. Yay! Scheiße. Hier lang, ne? Ich glaube, hier hinten lang. Warum muss dieses Spiel eigentlich so dunkel sein? Warum sind Horrorspiele immer so scheiße dunkel? Tut das wirklich Not? Ist das so wichtig? Als Teil des Horrors? So, und da sind wir wieder. Und da hockt die gute Alice. Und wartet darauf, von uns gerettet und eskortiert zu werden. Weil wir sowas ja sehr gerne machen. Sie sind keiner von denen. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben. Gott sei Dank, sie lebt. Gib ihr ein Funkgerät. Tschüss. Okay, das war jetzt irgendwie unbefriedigend. Ich lade nochmal. Ich lade das nochmal, dann geben wir erstmal ein Funkgerät. Sie sind keiner von denen. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben. Gott sei Dank, sie lebt. Gib mir ein Funkgerät. Alice. Hey. Ey, ich muss doch nochmal in dein scheiß Büro rein, dann da. Also renn nicht gleich weg. Hallo? Ich muss zu meinem Vater. Wo ist er? Eine Art geheime Anlage. Hab noch nie davon gehört. Hat noch nicht mal eine Anschrift. Nur UTM-Koordinaten. Alle Eingänge sind versteckt, aber ich habe Codes dafür. Okay, laden Sie die Daten über die Anlage aus Wayne's Laptop hoch. Okay. Deswegen haben wir gerade keine Rückmeldung gekriegt. Ich brauche die Koordinaten und Zugriffscodes, die Wayne für Alice dagelassen hat. Müssen auf seinem Laptop sein. Ja, wenn Alice erstmal ans andere Ende des Gebäudes rennt, dann dauert das halt einen Moment, bis ich wieder beim Laptop zurückgekommen bin. Ja? Den Laptop schon gefunden? Sie haben zwei neue Nachrichten. Erste Nachricht von Jack Hebbiger. Harlan, hier Hebbiger. Ich weiß, was Sie darüber denken, aber es geht nicht anders. Wir müssen das Gewölbe säubern. Jemand muss da rein und aufräumen, sonst gerät die Situation völlig außer Kontrolle. Wenn Sie es nicht für uns tun, dann tun Sie es für Alice. Nächste Nachricht von Phil Vecchio. Harlan, Sie hatten recht. Diese Irre will das gesamte Areal in die Luft jagen. Was glaubt ihr wohl, wer die Situation retten soll, wenn ihr Plan schief geht? Ich habe genug von diesem Mist. Bis die Medien Wind davon bekommen, will ich schon am Strand von Tahiti Schirmchen-Cocktail schlürfen. Bis bald, Kumpel. Ende der Nachrichten. Diese Irre will das ganze Areal in die Luft jagen. Diese Irre, wer ist denn diese Irre? Reden wir hier von Genevieve Aristide? Die ich, glaube ich, im Laufe der Folge ein paar Mal mit Alice Wade verwechselt habe. Und da haben wir ja auch schon Nachrichten gehört, ne? Wenn ich weiß, dass es ihm gut geht. Vergessen Sie es, ich gehe kein Risiko mehr ein. So. Wollen wir dann? Wir sollen aufs Dach, wurde mir gesagt.